Jacquery hat mit den Explorer 240 V2 und 1000 V2 zwei neue Powerstations auf den Markt gebracht, die in einem kompakten und leichten Design mit viel Leistung daherkommen. Beides sind tragbare Energiespeicherlösungen, sowohl für zu Hause als auch für unterwegs, und alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und sollten dich Videos wie dieses zu spannenden, smarten Gadgets interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Starten wir zuallererst mit einem kurzen Blick in den Lieferumfang beider Kartons, und hier ist natürlich zuallererst einmal die Powerstation Explorer 240 V2 und Explorer 1000 V2 mit dabei, außerdem noch ein passendes orangenes Ladekabel und auch eine Bedienungsanleitung. Mit einer der wichtigsten Eigenschaften einer Powerstation sind natürlich die unterschiedlichen Anschlüsse, und daher schauen wir uns die jetzt einmal etwas genauer an und beginnen hier mit der Jacquery Explorer 240 V2. Wir haben hier nämlich einmal einen 12 Volt Autoausgang, einmal USB-A mit 15 Watt, einmal USB-C mit 15 Watt Out und einmal USB-C mit 100 Watt In und Out für PD2 Fast Charging. Außerdem eine AC-Steckdose, also ein ganz normaler Steckdosenstecker. Licht sowie SOS ist auch mit dabei. Außerdem Buttons zum Einschalten der Powerstation, für das Licht und zum Aktivieren der Anschlüsse. Auf der rechten Seite gibt es außerdem dann noch den Stromanschluss zum Aufladen. Die Jacquery Explorer 1000 V2 hat ebenfalls einen 12 Volt Autoausgang, einmal USB-A mit 18 Watt, einmal USB-C mit 30 Watt und einmal USB-C mit 100 Watt, ebenfalls mit PD2 für Fast Charging, außerdem zwei AC-Steckdosen und Licht in zwei Stufen und einen SOS-Modus. Auch hier gibt es Buttons zum Einschalten der Powerstation, für das Licht und zum Aktivieren der Anschlüsse. Auf der rechten Seite gibt es außerdem den Stromanschluss zum Aufladen und zweimal DC-Input für die Jacquery Solarpanels, die separat erhältlich sind. Viermal 100 Watt sind hier möglich, um die Powerstation wieder per Sonne kostenlos aufzuladen. Werfen wir als nächstes einen Blick auf die Verarbeitung und auch auf das Design. Die Verarbeitung der Powerstations ist wirklich super. Das gewählte Material ist schön leicht, was die Powerstations angenehm transportabel macht. Am Tragegriff gibt es einen gummierten Bereich für einen besseren Halt. Die Explorer 1000 V2 wiegt 10,8 Kilogramm, die Explorer 240 V2 wiegt nur 3,5 Kilogramm und ist damit wirklich leicht. Dabei ist die Jacquery Explorer 1000 V2 eine der leichtesten und kleinsten 1 Kilowattstunden Powerstations auf dem Markt. Laut Jacquery ist sie 20% kleiner und 10% leichter als die Konkurrenz und damit wirklich ziemlich kompakt. Das Design ist schön schlicht, in mattem Schwarz gehalten. Es gibt orangene Akzente an den Seiten, am Tragegriff und durch den Jacquery-Schriftzug. Insgesamt ist das Design relativ typisch für eine Powerstation, die orangenen Akzente aber ziemlich auffällig und damit besonders. Sprechen wir als nächstes einmal über die wichtigsten Features der beiden Powerstations, und beide sind mit einem kleinen Display ausgestattet. Dieses zeigt unter anderem den aktuellen Input sowie Output an und auch den aktuellen Akkustand der Powerstation. Außerdem könnt ihr sehen, welche Anschlüsse aktuell aktiv sind und was dort an Strom verbraucht wird. Die Jacquery Explorer 1000 V2 kommt mit einer Kapazität von 1070 Wattstunden und einer maximalen Ausgangsleistung von 1500 Watt. Kurzzeitig sind aber auch Spitzenleistungen bis 3000 Watt möglich. Die Jacquery Explorer 240 V2 dagegen kommt mit einer Kapazität von 256 Wattstunden und einer maximalen Ausgangsleistung von 300 Watt. Hier sind kurzzeitig aber Maximalleistungen von 600 Watt möglich. Beide setzen auf LiFePO4 Akkus und punkten somit von einer extremen Lebensdauer von 4000 Ladezyklen bei 70% plus Kapazität bei der Explorer 1000 V2 bzw. 3000 plus Ladezyklen bei 80% plus Kapazität bei der Explorer 240 V2. Die integrierte GaN-Technologie, sprich Galliumnitrid im bidirektionalen Inverter, bietet eine optimierte Effizienz, eine höhere Energiedichte und damit auch eine kompaktere Bauweise. Um die Jacquery Explorer extrem schnell aufzuladen, gibt es sogar einen Notfallmodus, und dieser ermöglicht die 1000 V2 in nur einer Stunde komplett aufzuladen. Was die Sicherheit angeht, hat Jacquery hier dank Charge Shield 2.0 Technologie über 62 Schutzschichten integriert, darunter Überspannungsschutz, Überlastschutz. Die Station ist UL-zertifiziert, bietet eine störungsfreie Leistung durch FCC, EMI Class B Zertifizierung und vieles mehr. Somit ist die Sicherheit hier wirklich auf High-End-Niveau. Nachdem wir uns nun die ganzen technischen Daten einmal im Detail angeschaut haben, würde ich sagen, sprechen wir jetzt noch über ein paar reale Anwendungsfälle. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge,
unter anderem zum Beispiel längere Angelausflüge, Camping, Roadtrips oder auch einfach zu Hause für den Garten, zum Beispiel wenn man grillen möchte und hat keinen Stromanschluss. Aber auch auf Geburtstagen oder Partys als Backup im Auto für Ausflüge oder um an Orten, wo kein Strom ist, welchen immer dabei zu haben, sind die Jackery Explorer wirklich super geeignet. Wenn man sich zu Hause etwas unabhängiger versorgen möchte, zum Beispiel für temporäre Stromausfälle, dann sind die Jackery Power Stations in Kombination mit einem Solarpanel wirklich super geeignet. So kann man einfach diese wieder aufladen und hat dann die Möglichkeit, wieder den Strom im eigenen Haus zu verwenden. Über die Power Stations lässt sich aber natürlich ganz einfach jedes erdenkliche Gerät laden oder betreiben. Ganz klassisch natürlich das Smartphone, Tablet oder Notebook. Es können aber auch alle anderen Dinge, die zu Hause per Steckdose angeschlossen werden können, versorgt werden, also entweder per USB oder über einen normalen Steckdosenanschluss. So zum Beispiel auch eine Kaffeemaschine mit 550 Watt, eine Mikrowelle mit 1160 Watt oder eine Heizdecke mit 230 Watt. Auf Roadtrips oder beim Camping aber zum Beispiel auch ein tragbarer Kühlschrank mit 60 Watt. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit, und Jackery hat mit den Explorer V2 Power Stations zwei gute Optionen je nach persönlichem Bedarf im Angebot. Wer mehr Leistung und mehr Kapazität benötigt, der kann zur Explorer 1000 V2 greifen. Wer es kompakter mag, kann die Explorer 240 V2 nehmen. Mit den Jackery Explorer Power Stations könnt ihr euch zu Hause autarker ausrüsten, habt einen idealen Strombegleiter für unterwegs und könnt Strom dorthin bekommen, wo er normalerweise nicht verfügbar ist. Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer guten und preiswerten Powerstation seid, dann schaut auf jeden Fall einmal bei Jackery vorbei. Die Links zu den beiden Produkten findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen, und ich hoffe natürlich, ich konnte euch hier einen ganz guten Überblick geben. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr bereits Erfahrungen mit Jackery Produkten gemacht habt, dann schreibt sie mir mal unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.